Liebe Zuschauer, kaum ein Thema birgt so viel Zündstoff wie das Thema Energiewende. Will Deutschland seine Klimaziele auch nur ansatzweise erreichen, sind in den kommenden Jahren erhebliche Veränderungen notwendig. Und die betreffen so gut wie alle Lebensbereiche. Diskussionen der jüngeren Vergangenheit, wie zum Beispiel rund um das Gebäudeenergiegesetz, haben jedoch gezeigt, wie groß die Verunsicherung, aber teilweise auch das Unwissen ist. Ein nicht unerheblicher Teil der notwendigen Maßnahmen wird auf lokaler Ebene umgesetzt werden müssen. Wir wollen mit dieser neuen Reihe den wichtigsten Fragen rund um die Energie- und Wärmewende nachgehen. Zum Auftakt der Reihe haben wir uns mit Claudia Budig, der Geschäftsführerin der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck, unterhalten. Vorher wollten wir aber mal wissen, was eigentlich die Menschen unter Energiewende verstehen. Unter der Energiewende verstehe ich den Wechsel von Kohle- bzw. Gaskraft oder auch Atomkraft, was wir so bisher als primäre Energieträger hatten, zu erneuerbaren Energien, Windkraft, Solar, Wasserkraft, was wir sonst noch so haben. Dass man nachhaltig heizt und auch die Wärme nachhaltig bereitgestellt wird. Wir haben ja Fernwärme. Darunter verstehe ich, dass wir eben wegkommen von fossilen Energiequellen, um eben mit nachhaltigen Aspekten, also auf Langfristigkeit ausgelegt, halt Möglichkeiten finden, wie wir trotzdem unsere Gebäude heizen können und einen gewissen Wohlstand so erhalten können, ohne dabei eben ja, auf die natürlich schwindenden Ressourcen unseres Planeten zurückzugreifen. Ja, dass man vielleicht versucht, Energieträger zu wechseln. Von fossilen auf wieder auf regenerierbare Energien, würde ich sagen. Dass wir endlich ernst machen müssen, neue Energieträger. Auch mein Gedanke geht dorthin, nochmal Gedanken darüber machen, gibt es denn auch noch andere Energieträger? Ich bin zum Beispiel ein Verfechter der Sonnenenergie. So habe ich zum Beispiel 1992 habe ich mich mit beworben bei einem 1000-Dächer-Programm in Deutschland und habe eine Photovoltaikanlage mir aufs Dach setzen lassen. Warum wurde das nicht weiterverfolgt? Warum in Arnstadt ist ein Werk entstanden, wo diese Solarzellen produziert wurden? Mit einmal war es weg. Warum wurde das nicht weiterverfolgt von der Politik? Hier hat die Politik versagt. Und jetzt soll es der Bürger schnell aufholen. So geht das nicht. Unter Energiewende verstehe ich vor allem eigentlich, dass man von diesen gängigen Sachen wie Atomkraft und Kohle und sowas hin zu erneuerbaren Energien geht. Dazu gehört nicht die grüne Energie sozusagen, was jetzt ja gerade Gas oder sowas dazu, also mittlerweile dazu gehört. Für mich ist das eher Greenwashing, würde ich mal behaupten. Aber dass man halt versucht, so gut es geht, auf diese erneuerbaren Energien umzusteigen. Also für mich ist die Energiewende, dass wir in Deutschland auf jeden Fall mehr ökologisch und sozial das Klima versuchen, die Klimawandel zu besiegen. Das muss natürlich irgendwie so geschehen, dass man halt nicht nur die Heizung umstellt, sondern es muss auch in der Wirtschaft viel passieren. Also die Wirtschaft muss CO2-neutral werden, weil das Problem liegt ja nicht bei dem normalen Verbraucher oder der Verbraucherin, sondern ja eher bei den großen Unternehmen, die ihre CO2-Emissionen ausbreiten. Und der Trugschluss ist ja, dass es dann meistens auf die BürgerInnen zurückfällt, aber das ist ja meistens nicht der Fall. Man sollte eher auf die großen Unternehmen gucken. Natürlich muss jeder Bürger und jede Bürgerin eben selber auch da mitmachen, mitziehen. Am besten, weiß nicht, sich vegetarisch ernähren, weiß nicht, CO2-neutralen Strom mitziehen. Aber wichtig sind auch die großen Unternehmen mit Strafen zu belegen, wenn sie zu viel CO2 ausstoßen oder genau. Na, dass wir Energie verwenden, die umweltfreundlich ist. Und wir wohnen bei Jena Wohnen und wir kriegen schon die ganzen Jahre Zentralheizung und da ist ja schon umgestellt worden im Kraftwerk.
Und ich denke, das ist schon genug Energiewende. Also wir müssen uns nicht selbst um unsere Heizung kümmern. 1996 zur Automobilmesse in Frankfurt wurde bereits von Daimler ein Fahrzeug vorgestellt mit einer Brennstoffzelle. Das ruhte die ganzen Jahre. Es wurde nicht weiterverfolgt. Auch habe ich mir oft Gedanken darüber gemacht, Atomenergie besser anders zu nutzen oder zu recyceln, irgendwie eine Möglichkeit zu suchen. Es wurde einfach nichts gemacht. Der Bürger zahlt den Abfall, der ja sehr teuer ist in der Entsorgung. Und ich finde es schade, dass hier die Politik einfach versagt hat. Und jetzt soll es in kurzer Zeit alles aufgeholt werden und der Bürger muss bezahlen. Und da bin ich nicht dafür zu haben. Ich bin dafür, jawohl, wir müssen etwas tun und wir tun etwas. Ich bin auch mit dabei, aber maßvoll. Danke. Ja, liebe Zuschauer, bei mir ist jetzt Claudia Budich, die Geschäftsführerin der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck. Hallo, Frau Budich. Wir haben ja gerade gehört, was sich die Bevölkerung unter der Energiewende vorstellt. Jetzt mal ganz allgemein gefragt, die geplante Energie- und Wärmewende betrifft ja tatsächlich alle Tätigkeitsbereiche der Stadtwerke. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für das Unternehmen? Also die besonderen Herausforderungen der Energiewende bestehen darin, dass wirklich jeder Mensch betroffen ist, privat und auch alle gewerblichen Kunden, und zwar direkt. Und es gibt vor allem kein allgemeingültiges Konzept deutschlandweit, sondern es ist wirklich für jedes Versorgungsgebiet ganz unterschiedlich. Es gibt strukturelle Unterschiede und das macht die Umsetzung so vielfältig und kompliziert. Eine besondere Herausforderung ist vor allem die klimapolitisch bedingte Geschwindigkeit, in der diese Themen umgesetzt werden müssen. Also 2045 ist schon für Infrastrukturmaßnahmen sehr sportlich. Und die Länder und Städte sind ja noch ehrgeiziger. Wir reden da, bis zum Jahr 2035 soll Klimaneutralität erreicht werden. Und das ist natürlich vor allem für eine Stadt wie Jena eine Riesenherausforderung, was die Koordinierung der ganzen Maßnahmen angeht. Und man darf nicht vergessen, auch jetzt haben wir ja schon einen Engpass an Fachkräften. Wir reden von mangelnder Verfügbarkeit von Dienstleistern und Material. Und ein Thema, was uns besonders beschäftigt, ist die Finanzierung dieser gesamten Wärmeenergiewende. Denn wir schätzen ungefähr, also nicht nur wir, sondern generell die Versorger, dass wir das 3- bis 4-fache investieren müssen. Und das ist einfach mit herkömmlichen Finanzierungsmitteln gar nicht zu schaffen für die Versorger. Und die Frage ist, wie kann man denn das schaffen, ohne die Stabilität eines Stadtwerkes zu gefährden? Und wenn wir hier in Jena in unserem Verbund nicht nur eine Klima- und Wärmewende, Energie- und Wärmewende umsetzen müssen, sondern auch noch eine Verkehrswende, dann ist das eine immense Herausforderung, für die wir noch keine Lösung haben. Sie sagen, Sie müssen das 3- bis 4-fache investieren. Können wir von Größenordnung an der Stelle sprechen? Und wenn Sie sagen 3- bis 4-fache, von was? Von bisherigen Investitionen? Ja, also das bezieht sich auf die bisherigen jährlichen Investitionen, die vor allem Sanierungs-Reko-Maßnahmen sind bei den Versorgern und vereinzelt im Stromnetz auch Neuinvestitionen. Beziffern können wir das genau noch nicht. Es gibt bis jetzt nur erste Schätzungen, was zum Beispiel die Umstellung der Energieerzeugung hier am zentralen Kraftwerk in Jena angeht. Sie haben ja sehr gesagt, es ist ein unglaublich breites Thema. Welche Bereiche müssen oder sollen denn prioritär behandelt werden? Also und wie sollen die Schritte dafür, die notwendigen Schritte umgesetzt werden? Also eine der wichtigsten Meilensteine ist jetzt, dass es jetzt endlich ein Wärmeplanungsgesetz gibt, weil das schafft endlich eine Planungs- und Investitionssicherheit sowohl für die Versorger als auch natürlich für jeden privaten Hausbesitzer, Mieter, was die zukünftigen Investitionen angeht. Und was wir auch sehr begrüßen, ist, dass es jetzt zu einer Pflichterstellung einer kommunalen Wärmeplanung kommt. Das ist sozusagen so ein zentrales Planungsinstrument und damit eigentlich der Schlüssel, dass man koordiniert und gut durchdacht auch die optimale Lösung für das jeweilige Versorgungsgebiet findet. Denn die Idee dahinter ist eigentlich, dass man schaut, was passt am besten zu den Gegebenheiten vor Ort, welche
Versorgungsart ist denn eigentlich passend? Flussthermie, Geothermie? Und da darf man auch wirklich keine Alternativen ausschließen gesetzlich. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und so kann man eigentlich auch bei der großen Umstellung beginnen. Also man beginnt mit der Umstellung der Wärmenetze oder manchmal auch erstmal dem Aufbau von Wärmenetzen. Hier im Osten von Deutschland sind wir sehr gut ausgestattet in den Städten mit Fernwärmeversorgungsanlagen. Und die bieten natürlich eine Möglichkeit, dass man zunächst große Teile der Bevölkerung klimaneutral umstellt, mit weniger Aufwand, als wenn man in jeden einzelnen Haushalt geht. Diese kommunale Wärmeplanung, die steht auch der Stadt Jena bevor und die will das bis Ende nächsten Jahres umsetzen. Und wir als Stadtwerk wollen da natürlich gerne eine aktive Rolle spielen, ja, und nicht nur Datenlieferant sein. Wir kennen ja hier die Gegebenheiten vor Ort, glauben wir, am besten. Und wir haben auch schon viele Konzepte erarbeitet, die darauf einzahlen. Gasnetztransformationsplan, Wärmenetzstrategie, wir bauen einen digitalen Zwilling auf. Stromnetzplanung gibt es schon und insofern wollen wir da natürlich gerne diese Kenntnisse, Erfahrungen mit einbringen. Ist klar, wie ist denn der Stand bei der kommunalen Wärmenetzplanung? Also momentan warten wir auf die Ausschreibung durch die Stadt Jena. Die ist jetzt nochmal verschoben worden, soll jetzt im Oktober erfolgen. Und dann soll schon im Januar die Umsetzung beginnen und Dezember nächsten Jahres abgeschlossen sein. Sie haben ja eben schon die Rolle der Politik angesprochen. Welche Erwartungen haben Sie denn als Sie als Stadtwerke an die Politik? Welche Rahmenbedingungen müssen geschafft werden, damit eben diese Energie- und Wärmewende tatsächlich umgesetzt werden kann? Wie ich schon sagte, stehen wir ja vor milliardenschweren Investitionen hier in Deutschland, auch wir hier in Jena. Und die Umsetzung gelingt vor allem in so einem ambitionierten Zeitrahmen. Nur wenn alle Rahmenbedingungen ganz konkret auf die Umsetzung dieser Investitionen fokussiert werden. Das beginnt dann beim Abbau von Bürokratie, der beschleunigten, vereinfachten Durchführung von Planungsverfahren, Genehmigungsverfahren. Und diese Investitionen zum Ausbau der Wärmenetze und zum Aufbau von Erzeugungsanlagen mit erneuerbaren Energien müssen sozusagen, das ist so eine Definition, im übergeordneten öffentlichen Interesse stehen, also Vorrang vor anderen Themen haben. Eine andere wichtige Forderung ist, das hatte ich auch schon gerade gesagt, das Thema Finanzierung. Das beginnt schon bei der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung. Hier sind die Regelungen einfach noch unklar. Hier ist es wichtig, dass den Kommunen sowohl die Erstellung als auch zukünftig die Fortschreibung dieser kommunalen Wärmeplanung finanziert wird und zwar vollständig. Denn es ist auch nicht mit einmal Erstellung getan, das ist ja ein sich entwickelndes, lebendes Instrument. Das geht dann weiter, dass es auch keine Regelung gibt, wie den Wärmeversorgern, jetzt uns, irgendwie Kosten erstattet werden. Die Aufwendungen für die Datenaufbereitung zur Verfügungstellung sind wirklich sehr hoch. Auch da gibt es gar keine Regelung. Und letztendlich geht es bis zur Umsetzung der Investitionen. Auch hier muss es wirklich entsprechende Fördermittel geben. Aktuell ist das zentrale Instrument die BEW, das ist das Bundesprogramm zur Finanzierung von effizienten Wärmenetzen. Das sind 3 Milliarden Euro, die in den nächsten 6 Jahren zur Verfügung gestellt werden. Ganz Deutschland. Für ganz Deutschland, das ist genau der richtige Einwand. Denn wenn wir mal sehen, wir haben bei uns für die Umstellung der Erzeugungsanlage geschätzt, dass nur die Erzeugungsanlage 260 Millionen kostet. Da ist noch keine Anpassung, kein Umbau des Fernwärmenetzes, des Stromnetzes dabei, dann weiß man, dass das einfach viel zu wenig ist. Aber wenn ich Sie jetzt so höre, das scheint ja, also ich verstehe es jetzt so, es ist auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, wo entsprechende Prozesse stattfinden müssen, entsprechende Veränderungen stattfinden müssen. Aber tatsächlich ist ja der Bund erstmal das übergeordnete Organ, der eben auch entsprechende Gesetze erlassen kann und der für die entsprechende Finanzierung sorgen kann. Wie sehen Sie denn da die aktuelle Situation? Ist das schon gegeben oder ist es bisher nicht mehr als eine Willenserklärung? Also wir haben ja diese BEW-Förderung mit den 3 Milliarden Euro. Das ist ein gutes Mittel, aber lange nicht ausreichend. Das muss deutlich aufgestockt werden. Aber tatsächlich ist die aktuelle Aussage, dass das kein fortlaufend gefüllter Fonds ist, sondern dass die Mittel einmalig zur Verfügung gestellt werden. Und das reicht nicht aus. Und das muss auch im Bund klar werden, dass wir das so
nicht umsetzen können. Weil das schaffen die Versorgungsunternehmen nicht, das schaffen auch die privaten Haushalte nicht und die Kommunen auch nicht. Sie sprechen es ja gerade an Finanzierung. Sie haben gesagt, es werden eine gigantische Investitionssumme werden und irgendwer muss sie bezahlen. Und logischerweise, die Menschen erleben seit Jahren steigende Energiepreise, steigende Strompreise, steigende Preise für Wärmeversorgung, Gas etc. pp. Und natürlich machen die Menschen sich auch Sorgen, dass sie irgendwann mal diese Kosten nicht mehr schultern können. Und wir haben es ja in anderen Ländern gesehen, Großbritannien, der teilweise die Situation war, dass die Leute sich entscheiden mussten, ob sie Essen kaufen oder warme Wohnungen haben. Wie muss die Energiewende erfolgen, dass eben genau das nicht passiert, dass eben der Großteil der Menschen das mittragen kann, ohne eben in diese extrem ökonomischen Nöte zu kommen? Also sozial verträglich gestaltet, um das jetzt mal zusammenzufassen. Ja, also wir werden diese ganze Klimawende auch nur schaffen, wenn wir eine soziale Balance schaffen. Und die Grundvoraussetzung ist tatsächlich, dass wir Maßnahmen initiieren, die organisatorisch, technologisch, aber auch wirtschaftlich wirklich sinnvoll sind. Und da braucht es wirklich Augenmerk. Und auch das berühmte 80-20-Prinzip sollte hier greifen. Also, dass man die Maßnahmen auswählt, die das beste Kosten-Energieeffizienz-Verhältnis haben. Also das heißt 80-20? Also 80% Ergebnis mit wenigen Mitteln und die letzten 20% sind dann so teuer, dass man sich erstmal auf die großen Maßnahmen konzentrieren sollte. Das ist auch das Grundprinzip, mit dem wir hier die Wärmewende angehen wollen. Das heißt, wir beginnen erstmal mit dem großflächigen Umbau der klimaneutralen Umstellung unserer Fernwärmeerzeugung der Zentralen. Dann geht es in den Aufbau von Nahwärmenetzen und damit kann man schon das Gros der Bevölkerung hier in einer Stadt vor allem klimafreundlich umstellen. Und dann erst im letzten Schritt geht es in den Umbau von Einzelhäusern, Luftwärmepumpen etc. Also das ist so ein bisschen auch so ein bisschen als goldene Regel von diesem runden Tisch erarbeitet worden. Wärmenetze, Fernwärmeversorgung da, wo es möglich ist und dann Luftpumpen, Einzellösungen, wo es nötig ist und auch immer beachten, wo es das Stromnetz hergibt. Und solche Nahwärmelösungen sind auch auf dem Land denkbar. Das ist nicht nur eine Lösung für Städte, da auf alle Fälle, denn man kann gar nicht in jedes Haus gehen. Man muss da auf großflächige Lösungen gehen und das wird auch die kosteneffizienteste Lösung sein. Denn wenn wir hier mit einer Maßnahme das Kraftwerk klimaneutral umrüsten, dann haben wir 60% der Haushalte in Jena erreicht. Und dann ist das auch mit Sicherheit nicht nur finanziell die beste Lösung, sondern auch was die Verfügbarkeit, wie gesagt, von den Fachkräften angeht, von Firmen. Anders ist es nicht zu schaffen. Und ich glaube, wir haben da in unserer Gruppe auch schon eine ganz gute Arbeitsweise zusammen mit unserem Wohnungsunternehmen erreicht, dass wir nämlich Projekte gestartet haben, die da bestmögliche Lösungen finden. Also wie kombiniere ich maßvolle Sanierung, zum Beispiel in Lobeda. Wir haben eine Grunddämmung in den Blöcken, bauen eine Fugensanierung dazu, die deutlich günstiger ist als eine Vollsanierung, kombinieren das mit einer effizienten Heizungssteuerung und haben da schon 30% Energieeffizienz geschafft. Und wenn wir dann noch zentral das Wärmenetz umbauen auf grüne Wärme, dann glaube ich, ist das die Kombination, wie es auch für alle finanziell verkraftbar wird. Aber wir haben ja das Thema, dass es ist ja das Mantra, erneuerbare Energien sind günstiger als alle anderen. Mhm. Das ist ja auch das, wo, neben der logischerweise Umweltverträglichkeit, auch das, was den Menschen immer wieder erklärt wird. Aber seit Jahren steigen Energiepreise, egal ob es Strompreise sind oder ob es Gas, gut, Gas ist jetzt nicht erneuerbar, aber Energiepreise im Allgemeinen steigern. Wie soll es erreicht werden? Oder was muss geschehen, dass die Menschen tatsächlich auch von diesen niedrigeren Preisen profitieren? Ein Kostentreiber ist mit Sicherheit erstmal der Ausbau der Netze. Also die erneuerbaren Energien, die ja auch zum Großteil im Norden von Deutschland die Anlagen, die da errichtet werden, müssen ja auch transportiert werden durch Deutschland Richtung Süden. Und das erfordert natürlich wirklich riesige Investitionen in den Ausbau von Netzen. Und das schlägt natürlich in die Netzentgelte, die dadurch natürlich gerade in den Gebieten, das ist bis jetzt noch das Ungerechte eigentlich an der
Systematik, wo Netzentgelte dann auch den Bürgern berechnet werden, da nieder, wo die Netze durchlaufen. Ne? Das ist ein Grund, warum zum Beispiel auch im Norden Deutschlands die Netzentgelte in der Regel deutlich höher sind. Ein anderes Thema ist, je mehr erneuerbare Erzeugungsanlagen auch angeschlossen werden an ein Stromnetz, umso höher werden auch die Anforderungen an einen stabilen Betrieb dieses Netzes. Denn auch da muss ja eine gewisse Grundlast immer vorgehalten werden, auch wenn die partiell gar nicht immer abgerufen wird. Aber im E-Fall, jetzt gucke ich mal auf die Wärmepumpe, es erreicht eine bestimmte Temperatur, dann springen alle Wärmepumpen an und das Netz muss dem standhalten. Das heißt, wir brauchen trotzdem über eine gewisse Leistung und wir haben geschätzt, dass die dreimal so hoch ist, die Leistung, die wir jetzt in unserem Stromnetz in Jena haben. Das bedeutet wirklich viel Investition und wird auch dauerhaft natürlich die Strompreise nicht nach unten bringen. Aber wir müssen auch bedenken, dass die Kosten für fossile Energieträger in den nächsten Jahren deutlich steigen werden. Thema CO2-Bepreisung wird dafür sorgen, dass trotzdem die erneuerbaren Anlagen, auch Wärmekosten, absolut konkurrenzfähig sind. Aber zum Nullpreis gibt es die Energiewende nicht. Frau Bullich, das ist ein gutes Schlusswort. Und vielleicht ist das auch mal etwas, was man den Menschen so ehrlich kommunizieren sollte. Ja, liebe Zuschauer, das war's mit dieser Ausgabe. In der nächsten Folge werden wir uns etwas intensiver mit dem Gebäudeenergiegesetz auseinandersetzen. Bis dahin, machen Sie es gut.